eigentlich ziemlich funny, dass das so gelöst ist. Mag ich schon sehr gerne. Was? In der letzten Folge von Super Smash Bros. Ultimate. Wir waren in einer ganz speziellen Sub-Area und zwar war das Ganze von Kirby inspiriert. Dort gab es natürlich ganz viel zu essen, passend zu Kirby. Und auch in dieser Sub-Area haben wir einen neuen Charakter freigeschalten und zwar King Dedede. Im Norden sind wir jetzt fertig und jetzt kümmern wir uns um den letzten Abschnitt der Map unten rechts. Und da haben wir den guten Arty aus Splatoon getroffen. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate Story Mode. Wir haben hier in den Aktivitäten wieder einige Geister, die fertig sind. Lasst uns doch die gleich mal rausholen. Mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass Chao eventuell ein relativ guter Geist wird, den wir gleich evolvieren können. Also lasst uns das doch gleich mal überprüfen, ob das stimmt. Ja. Und kurz mal, warum wir denn jetzt wieder zurück sind hier in Smash. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich es höchstwahrscheinlich so machen werde, dass ich noch bis zu Kyra spielen werde. Und dann schauen wir mal, ne, wie es weitergeht. Aber bis Kyra würde ich es halt noch gerne in Videoform machen. Und das ist eigentlich ziemlich okay. Okay, nice. Wen haben wir hier? Evolvieren wir dich doch einfach mal. Und gucken, was du so raushaust. Okay, das ist nicht so krass. Dann den guten Waddle Dee. Der wird natürlich zum Speer. Waddle Dee. Mal gucken. Okay, 3200 ist auch okay, aber nichts krasses. Der mit 3700 könnte eventuell okay sein. Muss aber nicht sein. Wir lassen es jetzt erstmal so, wie wir es derzeit haben. Und in dem Wissensbaum haben wir, glaube ich, zum Schluss der letzten Folge geguckt. Genau. So sieht's aus. Gut, jetzt bin ich wieder auf dem neuesten Stand und heute geht's weiter mit King Dedede. Also ja, wir haben ja nur noch ein kleines Gebiet hier unten rechts, ne? Und das würde ich noch gerne machen und dann sollten wir ja zu Kyra kommen. Genau, so sieht's aus. Das würde ich gerne machen und dann werden die Livestreams starten. Es kann sein, dass ich inzwischen New Super Mario Bros. U Deluxe schon habe. Ja, wenn ihr das hier seht, das kann gut sein. Dass ich es inzwischen schon habe, das Game. Aber ich werde das Let's Play jetzt einfach nebenbei laufen lassen. Genau. Und ich muss halt hier echt aufpassen, weil die Smash-Attacke von Dedede, die braucht so lange zum Aufladen. Das ist wirklich der Hammer. Das ist der Ultra-Hammer. Versteht ihr, weil Dedede einen Hammer hat. Okay, Entschuldigung. Es tut mir wirklich sehr leid. Das Niveau ist hier schon wieder unter aller Sau. Ja. Okay, mit dem können wir natürlich eine viel schnellere Smash-Attacke machen. Und hier, oh oh, wir prallen gleich auf, Leute. Oh oh, wir prallen fett auf. Das ist gar nicht so geil, muss ich sagen. Was genau mache ich hier? Ja, wow, das hat sich sehr ultra gebracht, muss ich sagen. Ich bin schon ein ziemlicher Profi. Okay, King Dedede ist jetzt nicht so mein Fall, einfach weil er für seine Smash-Attacke so ewig lange braucht. Ja, gut, ist jetzt natürlich nicht ganz optimal. Hoppala! Was soll das denn? Puh! Okay, ist ja schon complicated, was hier abgeht. Hoppala! Jetzt schmeißt mich hier mal nicht rum, ihr Dudes, ne? Okay, den Typen haben wir rausgekickt und jetzt hauen wir dich auch noch raus, ne? Da verstehe ich gar keinen Spaß. Das gibt's ja nicht. Das gibt's doch nicht. Wenn die uns jetzt noch rausgehauen hätte, dann wäre ich aber echt ausgerastet. Gut, die gute Meduli aus The Wind Waker haben wir damit auch befreit. Und dann bin ich jetzt gespannt. Also ein Geist besteht, das steht uns ja noch bevor und dann kommt ein neuer Charakter. Ich bin gespannt, wer das ist. Stagekniff Sturm. Achso, haben wir da eine Resistenz dagegen? Weiß ich gar nicht. Kann sein, dass wir da dagegen eine Resistenz haben. Kein Schutz, aber eine Resistenz immerhin. Okay. Der gute Brutalander. Alles klar, wieder ein paar Pokémon hier am Start. Bams. Oh ja, aber der Hammer von Dedede macht natürlich schon fett Schaden, ne?
Also der lädt zwar lange auf, aber macht halt auch fetten Schaden. Ja. Ne? Also wenn man ein bisschen vorausschauend agiert, dann ist es schon ganz gut möglich, den Hammer einzusetzen. Ja, doch. Aber dazu muss man halt wirklich einen 1-vs-1-Kampf haben. Und da ist ein Pokémon-Trainer. Sehr geil. Der Pokémon-Trainer. Los geht's. Lasst uns gegen den Pokémon-Trainer kämpfen, Freunde. Okay. Ist der Pokémon-Trainer denn eigentlich jetzt... Schalte ich jetzt nur Shiggy frei? Oder schalte ich alle frei? Das weiß ich halt. Ah, nee. Okay. Er wechselt hier komplett durch. Der wechselt komplett durch. Alles klar. Das ist sehr interessant. Sehr interessant. Okay. Wechselt er nochmal? Oha. 105%. Der will wahrscheinlich gleich nochmal wechseln. Aber davor kicke ich ihn erstmal raus. Der Pokémon-Trainer ist am Start. Also das heißt, wir haben jetzt Shiggy, Glurak und Bisasam. Oder, nee, entschuldige. Bisaknoss, Shiggy und Glurak. Ach, was weiß ich. Keine Ahnung, ich glaube, dass es so ist. Shiggy, Bisaknoss und Glurak. Jetzt schalten wir den Weg nach hier oben auf jeden Fall frei. Ja, Tatsache. Und hier haben wir jetzt alles geklärt, was es zu klären gibt. Ja, sehr geil. Dann werden wir mal uns nach hier unten irgendwo begeben. Wo ist denn ein Weg nach unten? Nur hier? Na dann kämpfen wir doch mal gegen den geilen alten Blooper. Und schauen uns mal an, was der so drauf hat. Viel ist es nicht mehr. Viel ist es nicht mehr. Also, ja. Das Display wird halt jetzt noch so lange gehen, bis wir Kyra besiegt haben. Ne? Hoppala. Ich meine, die Musik ist echt nice. Mag ich. Oh. Er braucht halt wirklich lange für seinen Hammer zum Aufladen. Aber wenn er einmal aufgeladen ist, dann ballert er auch richtig rein. Schwache Schwerkraft? Nur für die Gegner oder auch für mich? Tja, weiß ich nicht. Ich glaube nur für die Gegner. Ich weiß es nicht. Wir haben den Blooper auf jeden Fall besiegt und das passt. Gut, dann schauen wir mal, welches Gebiet wir jetzt freischalten. Ob wir jetzt alles freischalten oder nur einen Teil. Es war ein Teil, okay. Hier brauchen wir jemanden, der uns rüberträgt. Lapras, okay. Hey Lapras, wie geht's dir? Trag uns du mal bitte zu Neptunos. Ja, der Fisch aus dem guten alten... Ja, passt. Aus dem guten alten Wind Waker. Der uns immer die Karten aufgezeichnet hat. Und das wird er auch jetzt gleich wieder tun. Denn ich glaube, wenn wir ihn besiegt haben, werden wir auch wieder einen neuen Kartenabschnitt bekommen. Eigentlich ziemlich funny, dass das so gelöst ist. Mag ich schon sehr gerne. Was? Okay, bei 50% rausfliegen ist auch schon echt eine schwache Sache. Also, okay, gut. Das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Und ja, Tatsache, jetzt schaltet sich, glaube ich, der restliche Kartenabschnitt hier frei. Wir haben alles. Lulü, wir haben alles. Es geht los. Ab ins Finale hier. Alola Kokowai? Was? Ein Alola Kokowai? Ja, das wird funny. Das wird funny, gegen ein Alola Kokowai zu kämpfen. Das wird sehr funny. Ich schätze mal, das wird jetzt auch gleich als Dings daherkommen. Als Helfer-Trophäe. Ja, sag ich ja. Sag ich ja. So, hoppala. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich ja natürlich nicht immer die Smash-Attack einsetzen kann. Oh ja, doch, kann ich. Geht eigentlich ganz gut. Kokowai, du kannst mir gar nichts. Du kannst mir gar nichts, Kokowai. Also echt mal, schäm dich. Gut. Da oben erwartet uns schon wieder ein neuer Kämpfer, ne? Wenn ich das richtig sehe. Fürst Knollenauge, wer bist du denn? Also Pikmin, ja okay, das erkennt man. Das erkennt man, dass der aus Pikmin ist. Das erkennt man wirklich. Batterieleistung lässt nach. Schön. Ah lol, den Joy-Con habe ich in der Schultasche. Und der hat sich gerade safe irgendwie aktiviert, als ich vorher irgendwas in der Schultasche gesucht habe. Aber das ist so blöd. Das ist so dumm. Oh, Junge. Was ist mit dir los?
Oh boy, komm schon. Jetzt fuck mich nicht ab, Freundchen. Ey, der Typ, der ist ja ein richtiger Abfucker. Vor allem, ich habe nicht mal die Notfallheilung drin. Das ist ein bisschen problematisch. Ja, das war eine fette Niederlage. Ich muss mal ganz kurz wieder die Notfallheilung reinmachen, sonst wird das ja gar nichts. Zack. Warte, wir laden nur kurz unser Team hier. Unser... Ja, die, das hier geht eigentlich auch, ne? Dann haben wir hier die Notfallheilung und dann geht's auch schon los. Gegen Fürst Knollenauge. Nur. Du Dreckstyp, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Der mit seinem fetten Waschbrettbauch, ne? Das ist schon ein ziemlicher Idiot. Oh, boy. Oh, boy. Ey, Digga. Fuck mich nicht ab. Ey, Junge. Der Typ, der fuckt mich richtig ab. Wisst ihr das? Komm. Jawohl. Oh, 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 oh. Da. Wow, was war das denn für ein Ultimate Smash? Der von King DDD ist eigentlich ziemlich episch, muss ich sagen. Okay, der Ultimate Smash von DDD gefällt mir. Der ist episch. Hm, alles klar. Gut. Dann haben wir hier einen neuen Kämpfer, und zwar den Mii-Schützen. Okay, der Mii-Schütze. Hier ist Cream und Cheesy am Start. Ja, dann kämpfen wir mal. Hier gibt es gerade irgendeinen Stage-Kniff, aber habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt. Kacke. War nicht so schlau, glaube ich, dass ich mir den Stage-Kniff nicht angeschaut habe. Naja, egal. Ich hoffe... Ah, schwache Schwerkraft war der Stage-Kniff. Aber das sollte uns nichts tun. Okay. Ja, lol. Die Batterie ist leer, jawohl. Sehr geil. Da ist die Batterie einfach mal leer. Ja, juckt mich aber halt auch nicht. Okay. Dann machen wir weiter und bahnen uns den Weg in Richtung der nächsten Sub-Area. Okay. Dem Schützen will ich ehrlich gesagt noch nicht unbedingt freischalten, muss ich sagen. Weil, ja, wir haben für den nächsten Part erstmal den Pokémon-Trainer am Start. Und, ja. Genau. Oha, jawohl. Da hat Schalk schon mal fett gefressen. Ja, Junge. Bams. Was zum... Jetzt. Was war das denn? So, Boy. Boy. Ich wollte schon sagen, das ist ein 1-Sterne-Dude. Wenn ich den nicht innerhalb von 10 Sekunden rausballer, dann wird's peinlich. Ja, ich glaube, es waren mehr als 10 Sekunden. Egal. Völlig egal. Wen haben wir denn hier? Den Leiter Lineback. Oh, das könnte so ein Höhlenerkundungstyp sein, ne? Hm. Ja. Das könnte so ein Höhlenerkundungsdude sein. Mal schauen. Der gute Lineback. Aus welchem Spiel war der jetzt? Er ist auf jeden Fall aus The Legend of Zelda, ne? Aber ich weiß nicht aus welchem. Wind Waker war es ja nicht, ne? Wind Waker war es ja nicht. Das würde ich, glaube ich, wissen, weil das Spiel habe ich ja schon let's played. Okay, komm. Jetzt fuck mich nicht noch ab. Ich baller dich jetzt gleich raus, Toon Link. Jawoll. Bams. Das war's. So, dann schauen wir mal. Aber ich denke, das ist so ein Höhlenerkundungsaktivitätenleiter. Werden wir gleich erfahren. Was für ein Leiter das ist. Du kannst nun deine Geister auf Erkundung in den Dschungel schicken. Ja, Tatsache, okay. Ausflug Dschungel ist es. Alles klar. Oh, Kapuriki ist am Start. Alles klar. Wen haben wir hier? Shantae. Oh, Shantae, was geht? Ja, gegen dich können wir auch noch schnell kämpfen. Das geht sich noch ganz locker easy aus. Und dann gucken wir mal in unseren Wissensbaum. Denn ich glaube, wir haben inzwischen genug Punkte, dass wir den zusätzlichen Luftsprung freischalten können. So. Ja, ja, moin.
Was hast denn du für Probleme, Mädel? Mädel. Was ist denn da los? Okay, dann halt nicht mit den Smashes, dann... Okay. Hui. Öppala. Als ob. Aber sie kommen wieder hoch. Ja, aber gleich nicht mehr. Was hatten wir denn gerade für einen Sprintangriff drauf? Ich war da gerade irgendwie ziemlich schnell, ne? Na gut. Ja, dann war ich halt schnell. Passiert. So, wir kommen voran, Leute. Wir kommen voran. Der alte Lobber. Lasst mich mal mein anderes Team laden. Das Neutrale am besten. Dann kommen wir mal an diese Schatztruhe da ran. Joa. Chillige Musik, Alter. Von welchem Game ist das? Falls ihr das wisst, könnt ihr mir es natürlich gerne schreiben. Falls ihr es wisst. Bams. Oh, lol. Da wurde er fett ausgenockt. Na komm. Viel hältst du nicht mehr aus, mein Freund. Hoppa. Hey. Jetzt aber mal ganz ruhig, mein Freund. Ganz ruhig. Der alte Lobber. Da will er mir tatsächlich auf die Fresse geben. Alles klar. Dann schauen wir doch einfach mal, was sich in dieser Truhe befindet. Let's look. Wir haben hier 20 Lernjuwelen. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall genug für den Wissensbaum. Okay, 128 sind's. Und wir kaufen uns einen zusätzlichen Luftsprung. Was haben wir denn hier hinten? Luftangriffe und Smash-Vergifter. Deine Smash-Angriffe vergiften gelegentlich. Was ist das, Alter? Eigene Smash-Angriffe, die treffen, heilen dich. What? Das brauche ich. Aber wir kommen hier gut voran beim Wissensbaum, ne? Schon, würde ich sagen. Dann, wie sieht's hier aus? Ferro und Lokführer Link. Oh shit, aus welchem Zelda ist das denn? Spirit Tracks? Ist es Spirit Tracks? Könnte sein. Weil ich bin halt nicht so der Zelda-Profi. Ich bin mit Breath of the Wild eigentlich mehr oder weniger eingestiegen. Beziehungsweise ich habe halt davor mal Ocarina of Time 3D zur Hälfte oder so gespielt. Aber so richtig das erste Zelda, was ich durchgespielt habe, war tatsächlich Breath of the Wild. Da bin ich so richtig in das Zelda-Dings reingestiegen. Aber ja, da kenne ich mich sonst noch nicht so gut aus. Und diese Map hier ist ja auch ultra ätzend, ne? Muss man dazu sagen. Okay. Die sind raus, das ist sehr schön. Und dann kommen wir ja tatsächlich, glaube ich, im nächsten Part in diese letzte fette Sub-Area. Ich bin gespannt, was mich da noch erwarten wird. Weil da wartet wieder ein Boss, also dürfte es eine größere Sub-Area sein. Oh! Ja, nee, Leute. Wird noch nichts mit dem nächsten Part. Wir haben es da oben endlich geschafft. Wir haben einen Lokführer gefunden. Und hier rüber können wir nicht. Wieso können wir hier nicht rüber? Ätzend. Rick und Kapuriki sind hier noch am Start. Dann lasst uns doch ganz kurz noch gegen Kapuriki kämpfen. Und dann, kleine Planänderung, Leute. Im nächsten Part geht es mit dem Pokémon-Trainer zur Zugstrecke nach oben. Ja, habe ich tatsächlich vergessen, dass es die auch noch gibt. Na gut. Oh, shit, Elektroboden. Das ist natürlich problematisch. Okay, Kapuriki. Du kannst mir aber auch gar nichts, das sage ich dir. Bam. Ja, also viel hält er nicht aus. Pikachu, 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 Pikachu. Ja, komm. Fuck mich einfach nicht ab, mein Freund. Au, 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 au. Elektro ist nicht so geil. Ey. Hoppala. Das wäre schon fast close geworden. Alter, wie oft will der denn noch dieses Pikachu sagen? Spam's halt noch mehr, mein Freund. Okay, Kapuriki. Aus Pokémon Sonne und Mond. Ah, ein bisschen kenne ich mich auch aus. Aber auch nur wegen dem Anime. Okay. Dann würde ich sagen, Leute. Diese Röhre, keine Ahnung, wo die hinführt. Haben wir dazu das Gegenstück überhaupt schon aufgedeckt? Oh, Leute, jetzt ist die ganze Map da.
Da ganz am Rand und so, keine Wolken mehr, nichts. Oh, shit. Boah, das ist voll geil. Ja, ich weiß, wo es ist. Da drüben. Ich komme nicht hin, aber da ganz links unten ist das Gegenstück zu der und die ist auch noch versperrt. Okay, mein Handy geht schon wieder richtig krass ab. Ja. Okay, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part da oben wieder. Ja, beim Zug. Also, bis dahin und tschüss.